Zu meiner Verteidigung, ich schwöre, ich habe mir gerade eine 6 eingegeben, aber ich hätte immer noch 5. Fuck, da habe ich jetzt zweimal eine 5. Ist auch egal. In der richtigen Reihenfolge ist es trotzdem, da ich ja hier mit dem Date-Command arbeite. Da. Von daher, alles gut. Okay, was wir jetzt machen, so. Perfekt. Perfekto. So. Bin mal auf bis bald. Nice. So. Sehr schön. Wir sind wieder in the game. Gucken wir mal kurz. Also hier kann ich eine Fackel hinbauen. Bringt jetzt eher nicht so viel. Gucken, ich jetzt hier eine hinbaue. Das bringt schon ein bisschen mehr. Ist aber immer noch ein Witz. Kurz, das heißt, wir gehen mal kurz runter. Wow. Unser erstes richtiges Höhlensystem hier. Nice. Komm, gib mal her, die Scheiße hier. Was ist los mit dir? Also so eine Höhlensystem kenne ich aber von dem V7-Map-Gen nicht. Okay, ich glaube, ich setze mal meinen Clone 2 Server komplett zurück und richte bei dem auch eine Map, V7-Map-Gen ein. Fresser mit dem gleichen Seed. Mal gucken. Spaß. Natürlich nicht. Wenn hätte ich früher wissen müssen, hätte ich vielleicht von Anfang an den V7-Map-Gen genutzt. Aber jetzt nachträglich mache ich es natürlich nicht. Bitte keine Monster kommen. Weil die ist überall dunkel. Wie sollen da keine Monster kommen? Die kommen auf jeden Fall. Allein nur um mich zu. Ja. Vergewaltigen. Weil ja nicht, dass ich nicht drauf stehen würde. Ne? Also. Pff. Kann mir keiner sagen, dass ich was dagegen hätte, wenn mich jemand vergewaltigen würde. Spaß. Alles gut. So, machen wir nochmal Stack 3. Oh. Ja. Hier gibt es ja nur 64er Stacks. Das ist ja mal wieder hier glatt gelaufen wie. Ich höre schon wieder was, ich höre schon Monster. Oh mein Gott. Bitte tun Sie mir nichts. Ich bin Anwalt, wobei gerade dann tun Sie mir was. Du kommst weg. Achso, ich krieg gleich eh wieder. Danke dafür. Für die Bestätigung. Schmeiß mich bitte in den Ofen rein. Wisst ihr was? Hier kommen. Obwohl. Ach, scheiße. Egal wo ich jetzt hinschmeißen würde, ich würde sowieso später wiederbekommen. Versuch's mal da oben in die Ecke zu donnen. Donnern. Okay, das war viel zu leicht. Ja, perfekt. Woo. King of Wegwerfen. Oh, das Eisen. Oh. Es wird immer mehr Eisen hier. Was ist denn hier los? Oh. Ein Slimy. Aber wo? Obwohl. In einer Wüste, in einer Höhle, wo alles dunkel ist, erübrigt sich die Frage, wo? Der kann einfach von überall kommen. Okay, hier ist nicht so viel. Gut, dann wagen wir einfach mal den Abbau, ja? Den Rohstoffabbau. Ich meine, kein Wunder, dass die ganzen Viecher hier nicht fröhlich gesonnen sind, so viel wie wir hier abbauen. Wisst ihr, das ist wieder so typisch amerikanisches Spiel, ja? Erst die ganzen hier, die Rohstoffe. Ah! Mein Eisen! Scheiße, geht's tief runter. Mein Eisen! Erst die ganzen Rohstoffe abbauen und sich dann beschweren, wenn die Einheimischen ausrasten. Das ist schon wieder so typisch hier. Ich meine, ich weiß nicht, ob. Also. Mein Test ist, glaube ich, sogar von einem Deutschen entwickelt worden. Also. Von den Deutschen weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall von einem europäischen Spielentwickler. Wäre so Frankreich oder irgendwie sowas aus der Richtung. Kann das sein? Ja, scheiße, ich gehe jetzt hier runter. Ich will mein Eisen wieder haben. Oh, da geht aber tief runter. Erstmal Überblick verschaffen.
Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Okay, wir brauchen einen Plan. Ich habe Goldteiler bekommen. Sehr schön. So, the question is, na, hier ist alles nur ein Block hoch. Das wird also nichts. Da müssen wir noch ein bisschen hier, ne? Okay, schon sieht es besser aus. Machen wir ein bisschen eine Fackel hin. Aha, okay, wir können... Oh, das ist mein Eisen. Guckt euch das an, mein Eisen. Okay, wir könnten sie also tatsächlich ein bisschen runterbauen. Wobei wir dann überlegen müssen, dass wir uns wirklich auch so runterbauen, dass wir hier keine... Also vielleicht die Bolzen heißt, also ich mach mal so, dann ist meine Spitzhacke schon weg. Scheiß die Wand, ne? Dieser Slime hier, was ist los mit dem? So, jetzt bauen wir uns hier einmal wunderschön runter. Ist doch mal Schnieke. So. Na, wenn das wohl nicht gekonnt ist. Oh, da ist der. Ich dachte, der Flame ist über uns. Hallo. Na, kommt mal her. Kommt her. Ich sollte vielleicht mal auslöschen, bevor ich so eine Scheiße mache. Wobei ich höre zum Glück gerade nichts anderes, aber. Gold. Eisen. Haben sie eigentlich unser Eisen liegt da aufgesammelt oder nicht? Ja, hier geht es noch weiter runter. Okay, also da unten ist ein Lava-Level. Upsili. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Es war nicht so gewollt von mir. Bitte gehen Sie weg. Ich will Sie nicht sehen. Du kommst doch kurz runter. Dankeschön. Und kommst mal dahin. Perfekt. Oh, Lava. Dass wir so schnell auf Lava-Niveau kommen, ist ja schon. Ne? Ist ja schon beachtlich hier. Na ja, gut, wir sind mittlerweile auch schon ganz schön tief. Also. Zumal es auch die Frage ist, ob das hier wirklich schon Lava-Level ist oder einfach nur so ein Lava-Teich, was ja durchaus mal vorkommen kann. Eisen. Ach, weg. Oh, egal. So. Ich spring mal rein, guck mal, ob da irgendwo Diamanten drin sind. Spaß. Also eine. Echt dumme Idee, oder? Warum ist noch mehr Eisen? Warum sagt mir das denn keiner? Ja, Sakrileg. Dankeschön. Und ich weiß doch nicht, warum sie die Schwerter nicht abnutzen. Auch das Steinschwert hat jetzt gerade. Hat sich nicht wirklich abgenutzt. Ey, für eine geile Brücke hier. Gefällt mir. Ich meine, wir haben ja mit dem Steinschwert jetzt schon diesen einen Zombie da erlegt. Aber es ist immer noch. Oh. Laut Anzeige noch komplett heile. Also ohne Abnutzung halt. Oh, hat das auch nochmal Lava. Da hat es gerade durchgeblitzt. Ist ja wie Gewitter hier. Och nö. Och nö. Och ne, mein Lieber. Och ne. Och ne. Och ne. Ja, och ne. Okay, das ist noch mehr. Okay, müssen wir das also aufheben, wenn wir mal eine Eisenhacke haben. Das vergesse ich immer wieder, Alter. Scheiße, die wandern. So, in das Loch bauen wir jetzt einen Ofen rein, aber jetzt nicht so schön tiefer. Oh. Ich wollte eigentlich gar nicht tiefer gelegt, aber hier ist so schön viel Kohle. Idealer Platz für den Ofen. Brennt sich gleich die gesamte Bude ab. Okay, wir haben keinen Tisch. Interessant. Das heißt, wir packen uns auch hier nochmal so ein Ding hin, irgendwo. Am besten schön am Eingang. By the way, wo ist denn der Eingang überhaupt nochmal? Ach hier. Kann man doch schon mal übersehen hier, ne? So, da kommt das Ding hin. Dann bauen wir einen wunderschönen, formechten Ofen. Und ich würde mal sagen, wir wollen doch lieber doch hier hin. So ungefähr. So, was brauchen wir? Genau, wir brauchen Eisen und dann machen wir 1, 2, 3, 4. Machen wir gleich mal eine komplette Fuhre, ne? Mit ein bisschen Stahl und so. So,
So, und hier nehme ich mal trotzdem die ganze Kohle mit. Das hört ja nicht mal auf hier. So, jetzt reicht aber. Na schön. So. Perfekt. So, 1, 2, 3. 1, 2. Haben wir eine wunderschöne Form. Schöne. Schön, schön. 4. Na, für ein bisschen Gold. Okay. Mein Minecraft-Server hat gerade hier, also nicht der, auf dem wir gerade spielen, sondern mein richtiger Server, der Multiplayer-Server für alle, so. Der zeigt dir gerade zigtausendmal MCL Mob Item Doppelpunkt Bone 64. Aber halt ohne was dazu. Also weder was mit wurde gerade gebaut oder wurde abgebaut oder hingeplatziert, sondern wirklich einfach direkt voneinander. Ist ja auch witzig. Muss man nachher gucken, was das ist. Na gut. So, hier unten scheint es nicht mehr zu geben. Ich meine, klar, die Lava, ne? Aber ich meine, bei der Lava, da können wir jetzt erstmal so nichts machen. Ich meine, ich könnte natürlich von oben Wasser holen und hier schon mal, ne? Könnte ich wirklich direkt mal machen. Draußen ist ja gerade hell. Ah ne, sind meine Fackeln. Scheiße. Das heißt, ich weiß. Oh, was ist hier los? Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es draußen hell ist. Und ich höre einen Viech. Hallo, komm mal her jetzt hier. Na, was höre ich denn, mein Lieber? Was auch immer ich höre, das gefällt mir nicht. So, wie weit bist du? Komm, du kommst mal raus hier. Und der Inventar ist ja noch lang, nehme ich langsam mal voll. Hier kommt jetzt hier raus. Aha. Okay. Perfekt, Wasser. Oh oh. Alter, wie viel Schaden machen die Viecher? Ja klar, schießt durch die Erde durch. Ey, wie viel Schaden machen die Kackviecher? Ich glaube, es wird doch gerade dunkel, kann das sein? Ja, es sieht so aus, als wenn es gerade dunkel werden würde. Ach, leck mich. So, geht es dann gerade auf oder unter? Oder ah, Sonne geht gerade unter. Dann nehmen wir mal die Füße in die Hand und rennen mal nach Hause. Scheiß Zombie, Alter. Skelett. Mit der Lava nehme ich mal zu Hause die ganzen Sachen aus. Und dann gucken wir mal, wir schmelzen mal das gesamte Eisen ein. Ob das schon für eine Rüstung reicht. Aber ganz ehrlich, wenn die Viecher so viel Schaden machen, der hat uns gerade 4 Herzen abgezogen. Ja, 4 von 10. Das sind 40%. Noch 2 weitere Treffer und das Ding hätte uns gekillt. Das ist ja nicht die feine Art hier, ne? Das ist echt nicht die feine Art. Von daher, der ist immer noch hier am Arbeiten. Ist ja langsam, Alter. Boah. Ich sag ja, die Öfen unter Minecraft, die sind viel, viel langsamer. Aber sowas von extrem langsam. Gut, erstmal nach Hause kommen hier, ne? Erstmal hier Sachen ablegen und so ein Scheiß. Du kommst mal rein, du kommst. Nee, du. Nee. Ich möchte dich ja gleich einschmelzen. Weil es sinnfrei ist, sie abzulegen. Dich lege ich ab. Euch lege ich mal ab hier. Bam, bam, bam. Bam. Slime haben wir jetzt, was auch immer wir damit machen können. Und wir haben einmal Gold. Hier kann man aus Gold auch nichts machen, ne? Nee. Na gut. So, dann leeren wir uns mal die ganze Scheiße hier. Nein, du bitte nicht. Den ganzen Scheiß hier aus.
Beziehungsweise dich nehme ich auch mal wieder mit. Was war denn jetzt gerade? Was wollte ich doch gerade? Was habe ich denn gerade? Hä? Achso, da oben soll es. So, hier haben wir nochmal viermal Eisen. Danke. Und dann haben wir einmal Gold. Und ansonsten soweit nichts. Wir können natürlich auch die goldenen Äpfel hier mitnehmen, die wir damals in dem Schloss, wollte ich gerade sagen, hier in dem, na sag schon, in der Pyramide gefunden haben. Ne? Wir wissen besser als zu sterben. Mach halt hin. Gut, komm ich nämlich mal raus an der Stelle. Reicht doch aus. So, dann gehen wir erstmal schlafen. Es ist mitten in der Nacht. Der Mond geht auch schon auf. Sehr schön. Alter, so, ne, der Mond hat schon was. Ne, wie so im echten. Hat schon was Romantisches, so der Mond. Weil der sieht ganz schön eckig aus, also. Schon nicht schlecht. Vor allem, weil selbst die Sterne Vierecke sind, ne? Okay, was wir mal gucken wollten, das können wir jetzt mit dem Gold machen. Gold. Mit Gold können wir... Hä? Aus 1 Smaragd kann man Gold machen? Was soll das denn bitte schön für einen Sinn machen? Man kann doch nicht aus einem Material ein anderes Material einfach machen. Wie soll das? Oh, 27 Sachen. Na. Ach, aus Gold kann man Münzen machen, aber aus Münzen kann man gegen Gold machen. Okay. Ja. Na gut, das ist halt so. So, ja, Gleise, dann halt die ganzen Schutzdinger hier, ne? Schutzpatronum. Achso, den Dwarver Controller. Die Frage ist natürlich solche Sachen wie Kompass konnte man damit, glaube ich, bauen. Kompass oder Map? Ach, die Uhr! Aha! Oh, da brauchen wir aber viermal und einmal Redstone. Naja. Dann wissen wir zumindest auch unter der Höhle, ne, welche Uhrzeit wir gerade haben. Jetzt war Kompass, Gold, Diamant, ne? Oder war das Eisen? Ach, okay, Eisen und dann. Aber dafür dann wieder mit Redstone. Okay. Na gut. Kompass brauchen wir derzeit noch nicht. Da wir noch nicht so weit Strecken zurückgelegt haben, dass wir da durcheinander kommen könnten. Aber. Man kann es jetzt zumindest mal im Hinterkopf behalten. So, die schmeiße ich rein. Ich brauche aber 3. So, kommt zuerst das Eisen. Gold. Danach kommt dann das Eisen und mit dem restlichen, ja, machen wir noch ein bisschen Holz. So, erstmal ins Bett gehen und schlafen. So, das hat gut getan. Sehr schön erstmal hier, ne? Schön die Sonne hier genießen. Wo immer die Sonne ist, natürlich noch hinter uns, danke dafür. So, wie wird es in der Ofen fertig? Aha, er hat über Nacht nichts gemacht. Ein wunderschöner Ofen. Weißt du, wir pennen hier 8 Stunden lang, ja, und der Ofen macht in der Zeit einfach nichts. Einfach so ein richtig, es ist doch schon wieder so ein kleiner Baum. Oder ist das die große Größe? Sieht von hier unten so klein aus, sag mal. Sakrileg? Oder haben wir echt so viel Pech, dass zweimal hintereinander keiner gebombt kommt? Die großen sind doch größer. Guck mal, der untere Stamm ist direkt ein paar Blöcke da drüber. Das ist doch. Ah, das ist so groß. Mit den Ästen müsste erst viel weiter oben beginnen. Und der Baum an sich müsste. Aber der ist doch. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, den nochmal abzuholzen. Das bringt doch nichts. Das ist ja Bullshit. Das ist ja scheiße. Das ist Dreck. So, okay, also wir haben derzeit, wie viel Eisen haben wir denn überhaupt insgesamt? Hier haben wir 13 Eisen. Hier haben wir gar kein Eisen mehr. Genau, das habe ich alles reingeschmissen. Das heißt, wenn wir jetzt hier 13 haben wir 22, 33 Eisen. Das würde also gerade so zwar für eine Rüstung reichen. Ach nee, was laber ich? 32 waren es ja mit Schild und bei Minecraft gibt es ja gar keine Schilder.
Das heißt, das könnte sogar reichen, weil da brauchen wir nämlich nur 24. Ja, easy! Dann würde man sagen, abgemacht. Dann tun wir dies. Werkbank, Dankeschön. So, das heißt einmal so und einmal so. Einmal eine Hose, einmal. Naja, eine Hose, ne? Also. Naja. Ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt brauchen wir was? Achso, genau, das Hemd. So. Mein Hemd ist übrigens auch stahlfaserverstärkt, ne? Also. Es hält sogar Gewehrkugeln ab, die mit mindestens 0,8 fliegen. Also. Ne, wenn ich so eine Gewehrkugel einfach mal gegen das T-Shirt drücke, da passiert gar nichts. Ich schwöre, gar nichts. Das muss man schon können, ja? Ja. Genau, das da rein. So, da können es jetzt nämlich die Zombies mal am Arsch lecken. Vor allem der Skelett. Ich meine, mit Eis kriegt man zumindest immer noch Schaden. So stark wie Diamant, dass man da gar keinen Schaden mehr bekommt, ist es, glaube ich, definitiv nicht. Aber wie gesagt, es hält zumindest erstmal das Größte ab. Damit wir uns auch mal wehren können hier bei den Viechern, ganz ehrlich. So. Was mir gerade noch einfällt in diesem Zusammenhang. Holzwerkzeuge. Wo ist unser Holzschwert hin? Ach ja, das haben wir in der Höhe. Ah, das haben wir abgelegt. Da war ja was. Oh gut, okay. Dann ist es ja in Ordnung. So, du kommst noch da rein und dann easy. So, das heißt, wir haben wieder ein bisschen Eisen. Daraus könnte man nämlich jetzt genau genommen auch ein Eisenschwert bauen, aber ganz ehrlich, hat Zeit. So, was wir aber jetzt brauchen, ist eine neue Spitzhacke. Da ist unsere ganz schön lidiert. Stöcker habe ich auch rausgepackt, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich erstmal Ordnung haben wollte. Weil es ja per se erstmal nichts Verwerfliches ist. Komm her damit. So, dann machen wir eine. Dann machen wir noch eine und machen wir noch eine. Ja, das klingt gut. So, Rest kommt wieder weg. Du nach da und du nach da. Was ich gerne noch hätte, wäre ne, hier so ein bisschen Sand. Damit wir uns bei Bedarf auch mal hochbauen können irgendwo. Wobei, da wäre dann tatsächlich Erde fast besser geeignet. Ach komm, dann nehmen wir mal die Erde mit. So, du kommst mal da rein. So, den Eimerwasser nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann können wir nämlich unten die Lava mal deaktivieren. Wie sieht es denn hier unten aus? Na, geht noch. Geht ein bisschen mehr. Okay, danke, danke. Du, renne mit dir. Du, renne mit dir. Und du auch. Wobei du nicht. Oh, doch, du auch. Ich nehme halt hier mit. So. Du kannst da rein. Und da würde ich mal sagen, auf los geht's los. Die Sonne steht noch nicht mal ne, an der Mitte da. Von daher easy. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Oh! Leder. Lalalala. Auf geht's mit einer Rüstung voller Eisen. Und jeder weiß, dass man mit Eisen noch super flink und beweglich ist. Man ist quasi eine Kampfmaschine. Kennt eigentlich einer von euch Sucker Punch? Ich musste da gerade an die Szene denken aus Sucker Punch, wo die eine sexy Kriegerin, ich möchte es einfach mal so im Raum stehen lassen, da gegen diesen Samurai da kämpft, diese riesige Gestalt, die auch natürlich so eine riesige Panzerung hat, die einfach mal so komplett einmal ausholt und einfach mal fünffach so groß ist wie die Kriegerin. Dankeschön. Ach, hier geht's direkt runter. Ah, okay. Ah! Ja klar, Ronny. Apropos, warum habe ich eigentlich so wenig? Das ist jetzt nicht gut. Scheiß die Wand an. Kann ich das so roh essen?
Access Bullshit. Okay. Wir gehen mal direkt nach unten zu unserem komischen Dixie-Monster. Bleib fern. So. Schmeiß mir direkt die Kacke hier rein. Ja, ich weiß, es ist gerade eine Riesenverschwendung, aber ist ein Notfall. Komm, 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 komm. Dankeschön. Was? Was richtiger? Doch. Geht doch. Mach eine, mach eine, mach eine. Dankeschön. Ist die gerade über uns? Holy moly. So, okay. Wir haben Wasser. Und damit haben wir die Macht, dem hier ein Ende zu bereiten. By the way, das ist Wasser. Oder würde ich einfach mal sagen, Wassermarsch. Was? Ich verstehe das ab und zu nicht. Der Fehler tritt extrem häufig auf. Da fließt das Wasser zwar in die Richtung und in die andere Richtung, aber in eine Richtung fließt es dann immer nicht. Ich verstehe das nicht. Woran liegt denn das? Ist das meine Schuld? War ich zu unfreundlich? Entwickelt dein Arsch, Junge. Och, leck mich doch. Kann ich jetzt Sachen machen? Ja. Geht doch. Das ist so dumm. Da ist schon wieder. Fließt nicht in die Richtung. Ach, leck mich doch am Arsch. So. Okay, mache ich mal dahin. Der hinten kann bleiben. Dann ist es nämlich ein bisschen heller hier noch. So, genau, so lassen wir das mal kurz hier. Da würde ich mal sagen, das Wasser kommt mal. Ja, doch, komm. Machen wir hier so hin. Können wir nämlich jetzt hier so wunderschön abbauen. Und wenn wir abbauen. Wie soll das mit der Eisenhacke machen? Wenn wir abbauen. Warum baue ich das überhaupt ab? Keine Ahnung. Wenn wir es nämlich abbauen, dann würde mich das Lava unten auch gleich wieder zu Obsidian. So, wir sind nahrungstechnisch ein bisschen ausgestattet. Ich schiebe mir gleich mal noch das zweite rein. Und dann erledigen wir jetzt mal diesen Scheiß-Skelett. Der geht mir nicht offen, bis auf den Sack. So, du Fotze. Missgeburt, du scheiß Viech, Alter, ich hasse dich. Deine gesamte Brut. Also, dafür, dass hier ein Zombie-Skelett war, ist aber nicht so viel, was er hätte beschützen können, ne? Also. Ich meine, okay, wer den, ne? Dich ehrt, der ist nicht wert, aber ich meine. So viel, was ihr wert sein könnte, ist ja auch wieder nicht. Da muss noch ein bisschen Eisen. Sehr schön. So. Auch ganz schön viel Kohle hier schon wieder. Aber zumal ganz ehrlich, dass hier Kohle ist, ist jetzt nicht unbedingt verwunderlich. Ist das über uns oder unter uns? Also ich bräuchte mal so eine Kopfhörer, wo ich nicht nur links rechts höre. Sondern auch oben und unten und alles und überhaupt. Übrigens habe ich heute gelesen oder gesehen, jemand ist gerade dabei, für meinen Test so eine Modifikation zu erstellen. Also, wie gesagt, er hat das schon erstellt, wo mein Test auch im 360-Grad-Modus arbeitet. Also, jetzt nicht nur eine POV von 360 Grad, sondern wirklich, kennt man ja von YouTube. Dass man sich quasi im Video nach oben und unten, nach links und rechts drehen kann. Und das Videomaterial, was dafür nötig ist, das kann man quasi direkt mit MyTest erzeugen, weil MyTest quasi die Umgebung auch als entsprechendes, als entsprechende Szenerie auch rendert. Das heißt, man kann quasi MyTest aufnehmen und das Material 1 zu 1 dann als 3D-Video hochladen. Das ist natürlich ultra geil. Ich meine. Ob das im Let's Play brauchbar und sinnvoll ist,
Bezweifle ich persönlich immer, weil ich persönlich halte von diesen 3D-Videos sowieso nicht allzu viel, weil es ist halt einfach komplett Murks. Ich meine, als Kameramann, da hat man normalerweise, ne, man hat eine Richtung, in die kann der Zuschauer gucken, in der spielt sich jetzt die Szenerie ab. Was bringt es dem Zuschauer, wenn er selbst gucken muss, wo jetzt überhaupt gerade hier die Musik im, ne, wo hier was abgeht im Video? Das ist eigentlich ein bisschen blöd. Aber gerade so für Landschaften zum Beispiel, also wenn man jetzt wirklich so stille Montagen hat, einfach so ein bisschen Landschaft bewundern möchte und so und sich dann ein bisschen umschauen kann, da wiederum ist es halt geil. Deswegen, also fürs Let's Play, jetzt nicht unbedingt sinnvoll, aber allgemein gesehen eine echt geile Sache. Vor allem halt auch eine geile Sache, dass es allgemein halt geht. Ich meine, dass OpenGL sowas kann, ist die eine Sache. Bleib weg! Warum droppen die nichts? Mann, ich hasse euch. Aber naja, bei Mindtest ist ja sowieso gerade ganz schön viel am Überlegen und das Diskussionsboard in Mindtest, also das Mindtest-Forum, ist gerade sowieso komplett voll mit irgendwelchen Ideen, gerade so in Bezug jetzt auf Lightning, dass man wirklich auch dynamische Beleuchtung im Spiel hinzufügt und nicht nur dieses statische von oben leuchten, sondern wie gesagt halt auch ein bisschen modernere Sachen wie halt neue Shader entwickeln. Ja, sowas wie Wasser und sowas. Also da gibt es eine ganze Menge kranker Vorstellungen von technischen Möglichkeiten oder Proof of Concepts oder Sachen, die schon implementiert sind, aber halt noch nicht in der Hauptengine drin sind, sondern erstmal nur so zum Zeigen, dass es geht. Ist schon geil. Weil ich meine, gerade solche Sachen wie dynamische Beleuchtung. Ich meine, dass es Beleuchtung gibt, ist ja schön und gut. Aber wenn man hier eine Beleuchtung hat, muss es das Spiel intern ja auch verarbeiten können. Weil das Spiel muss ja auch wissen können, da ist gerade Schatten, da spawnen also zum Beispiel Monster. Oder aber da ist jetzt Licht, also spawnen da jetzt keine Monster mehr. Und wenn es der Shader sagt, da ist hell, die Engine aber nicht weiß, dass es da hell ist, weil die Engine das nicht berechnen kann, dann ist es scheiße. Dem bringt das Ganze nichts. Und das ist halt gerade das, was, ne, also, da bin ich schon noch gespannt, was so in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahre, dann auch so kommen wird. Also ich freue mich schon auf Mindtest Version 6. Ich meine, ob es so bald passiert, das ist natürlich noch eine andere Frage, aber ich bin trotzdem gespannt. So, ich glaube mal, die Höhle haben wir soweit durch. Hier ist nichts mehr, was noch irgendwie vom Wert ist. Also klar, Lava schon, aber die können wir jetzt noch nicht gebrauchen. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal nochmal in die andere Höhle da rein, gucken, ob wir die bereits komplett abgearbeitet haben. Hier ging es ja runter, ne? Genau. Och, du kannst mit den Enderman. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich gucke nochmal kurz in Sicherheit hier. So. Ja gut, in Sicherheit, wenn es hier alles dunkel ist, natürlich auch so eine, ein Witz in sich. Okay. Da würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Schau mit V.